Das ist der Mann, den wir im Visier haben, Fahrlehrer Georg Schmitz aus Köln. Er hat heute eine besondere Schülerin, die er zu Hause abholen soll. Hier wohnt sie, Melanie, Künstlername Gilly, ein komplett verpeilter YouTube-Star, der dringend Georgs Hilfe braucht. Gilly hat zwar schon einen Führerschein, ist aber seit der Prüfung nie mehr gefahren und auch sonst ist sie nicht die hellste. Kann ich mit den Schuhen fahren, oder? Nee. Ach so, dann wäre sowas hier besser. Ja. Schade. Brauche ich noch irgendwas fürs Fahren? Wir machen das ganz in Ruhe und dann kriegen wir hin. Ja. Außer gar keine Gedanken. Ja. Sie packt alles Notwendige ein und das heißt für Gilly vor allem ihr Smartphone. Ich habe nämlich mehrere Handys, dass ich auch alle dabei habe. Ja. So. Gut. Die Schuhe kommen trotzdem mit, man weiß ja nie. Auf geht's zum Verkehrsübungsplatz. Denn für die freie Wildbahn fühlt sich Gilly noch nicht bereit. Ich möchte gerne noch ein Selfie mit dir machen. Klar. So, da fahren wir jetzt mal dahin zu dem Übungsplatz. Dann gucken wir mal, ne? Mhm. Was ist das denn für ein Film, wo du dafür Auto fahren musst? Was ist das denn? Nee, das ist noch ein bisschen geheim. Ach so, gut, nee, dann lass es. Gilly leidet wie 90% ihrer Fans an chronischer Telefonitis. Hallo. Ja, ja. Wir haben schon ein Selfie gemacht. Ja. Ja, danke. Sie ist ein typischer Smartphone-Junkie. In 370 Metern habe sie das Ziel erreicht. Und dieser Verkehrsübungsplatz ist das Ziel. Zumindest das von Georg. Denn unser Ziel ist erst erreicht, wenn wir ihn komplett in den Wahnsinn getrieben haben. Guten Tag, hallo. Wie lange wollen Sie? Ja, jetzt erstmal 2 Stunden. Da kommen wir mal vom Fernsehen. Ich drehe da draußen was für die. Das ist. Okay. Ich bin auch Fahrlehrer. Ich fahre mich, muss mit denen. Mit dem Fahrschulauto sind Sie hier? Ja, ja. Ab jetzt wird der Beifahrersitz für Georg zum Schleudersitz. So, dann schieb mal den Sitz nach vorne. Ja. Das ist die Kupplung. Ach, das ist die. Das ist in der Mitte. Nee, ach so. Sie brennt. Schnall dich mal an, bitte. Wie das geht, weiß sie noch aus der Fahrprüfung. Dann mach mal den Motor an. Gut. Leg mal den ersten Gang ein. So. Jetzt halt auf, jetzt musst du mal versuchen, die Kupplung ganz langsam loszulassen. Und dann, Überraschung. Ach, der rollt. Dann fährt er. Jetzt fährst du mal hier rechts runter. Fahr mal hier rechts runter. Hier rechts, 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 rechts. Oh. Ach, hier da, ach so, ich dachte, das hier dürfen wir nicht links. Das ist ach so, rechts. Ach so. Sie kennt nur links, also links aus dem Internet. Aber Georg zeigt ihr weitere Alternativen. Das ist der Blinker. Blink mal nach oben, nach rechts. Fahr mal hier rechts hoch. Wieso blinkt man? Weil er abbiegt. Aber das geht doch keinem was an, wo ich hinfahre. Du musst doch zeigen, wo der hinfährt. Ach so. Hier ist ein Stoppschild. Jetzt setzen wir die Kupplung und die Bremse mal. Brems mal. In der Mitte. So. So. Oh, was ist das denn? Dann gehen wir hin dran. Da rennen die doch hier hin, wenn wir gleich wieder dran gehen. Ja, es sind ja mehrere. Da habe ich. Ach so. Kurz die Anrufe gecheckt und schon geht es ab in den Kreisverkehr. Da geht es immer links. Das gefällt Gilly. Aber noch eine Runde mit. Wie, nur noch eine? Da geht doch noch eine zweite. Und eine dritte. Das macht Spaß, ne? Ja. Weißt du nochmal rum, oder? Ja. Ist ja anbösig. Dann fährst du gleich bitte dann mal geradeaus raus. Hier? Nee. Jetzt muss ich aber noch mal gucken. Ja, wir können wir im Kreis nicht anhalten. Das wieso nicht? Nee, wenn man das nicht darf. Hier geradeaus rauskommen. Aber jetzt muss ich mal kurz. Nee, aber nicht im Kreis. Melanie, komm. Melanie, das kann man nicht machen. Hinter uns sind Autos. Du kannst nicht an wenig Handy einfach stehen bleiben. Bitte nicht. Ach, das sind die Likes auf dem Bild. Ja, aber bitte nicht. Ne? Wen einfach anhalten. Ne? Mhm. So viel Zeit muss sein, dass wir dann irgendwo hinfahren. Geradeaus. Geradeaus ist easy. Rechts ist das Problem. Meinst du, ich krieg das hin? Gas geben, wir muss. Nur es bringt nichts, wenn wir alle 2 Minuten anhalten und ans Handy gehen. Das hat irgendwie keinen Sinn, ne? Ja, aber das ist ja mein Job. Ja, okay. Die Zeit läuft immer weiter. Wir müssen die Zeit hier bezahlen, ne? Verstehst du?
Aber es kann ja immer wichtig sein. Ja. Wichtig, wichtig. Klar sind Handys wichtig. Glaube ich dir alles, ne? Aber am Steuer verboten, genau wie das hier. Du darfst nicht hupen. Bitte, bitte, aber tu das. Bitte, nee, tu das. Bitte, bitte, bitte nicht. Fahr mal hier nicht mit. Wir sind, nein, nee, auch nicht, aber wir sind ja im Verkehrsübungsplatz. Wir können, die lernen auch. Wir können hier wirklich keinen wegjagen. Wirklich nicht, ja? Ja. Na gut, dann eben nicht. Aber schminken ist doch okay, oder? Nee, Melanie, pass mal auf. Wir können, nee, Melanie. So, komm mal nicht weiter, das geht nicht. Du kannst nicht ein Auto rollen lassen, nicht während dem Fahren schminken, das geht wirklich nicht. Nee, nee, aber das, ich dachte, nee, auch so nee, Übungsplatz. Auch nicht am Übungsplatz, da müssen wir bitte vorher anhalten, das kannst du nicht machen. Aber ungeschminkt auf die Straße? Das geht nun wirklich nicht. Du musst nur noch kurz parken. Aber, Melanie, du kannst nicht einfach in die Wiese fahren. Aber zum Parken, dachte ich, stellt aber man sich da drauf. Oh, 21 Likes haben wir schon. Melanie, wir müssen nur eins, müssen zum eins mal klar werden. Entweder fahren oder immer, wir können nicht alle 2 Minuten ans Handy gehen. Aber so eine Pause machen. Ja, aber alle 2 Minuten halten wir an und gehen ans Handy dran. Da kommen wir nicht weiter mit. So können wir wirklich nicht arbeiten. Ja, weil das aber ja der Job ist. Ja, gut, dann müssen wir es sein lassen. Das hat keinen Zweck. Aber ich brauche den ja. Ja, aber so geht es nicht. Mhm. Drück mal die Kupplung, bitte. Ah, oh, da können wir dann nochmal kurz hin. An die Ampel? Ja, kommen wir ja gleich. Wir können hier nicht zurückfahren. Jetzt fahren wir weiter. Im Netz liebt sie Abkürzungen wie LOL oder BFF. Am Steuer auch. Jedes kleine Stück kann man ja drüber fahren. Melanie, das ist eine Wiese. Und über eine Wiese kann man nicht drüber fahren. Aber wenn es doch kürzer ist? Ich möchte gerne nochmal an die Ampel da fahren. Eher nicht, jedenfalls nicht auf diesem Weg. Und täglich grüßt der Handyton. So, Melanie, so kommen wir wirklich nicht weiter. So hat's alles keinen Sinn. So hat's wirklich keinen Sinn. Bei aller Liebe nicht. Ich bin ein sehr geduldiger Mensch. Ich glaube, ach so, wie mache ich denn das jetzt? Es hat keinen Sinn. Wir können nicht telefonieren, pausenlos und fahren und so. Ich glaube, ich brauche mal einen Schokoriegel oder so, es geht so. Unterzucker. Vor allem ist sie unterfront. Zum Glück hat sie was dabei. Nee, Melanie, also komm, Sommer's lassen, das hat kein, so hat es keinen Zweck. Wie meinst du das? Ja, weil ich habe dir gerade gesagt, während der Fahrt bitte nicht ans Handy gehen. Mhm. Dann lassen wir es und dann müssen wir gucken, ich will mehr Automatik oder irgendwie, weiß ich einmal nicht. Einmal möchte ich aber gerne noch da die Ampel. Georg denkt kurz über einen Berufswechsel nach. Welche Ampel? Die da, wo mit dem Schild, weil da war so ein Facebook. Ja, die wollte ich, und da wollte ich mal kurz anhalten. Guck mal, da steht, postet eure Fotos. Das wollte ich mal kurz machen, weißt du? Ja, aber nicht hier an der Ampel posten wir die. Wieso? Nee. Nee, weil da steht, dass wir Fotos machen. An der Ampel. Das kann aber, ich doch aber doch nicht hier. Da steht doch Verkehrsübungsplatz mehr. Melanie. Ich bin sofort Melanie, wieder bei wir können hier nicht. Na komm, setz dich gleich auf die Beifahrerseite. Komm. Endlich, das ist die Chance, das Steuer wieder an sich zu reißen. Georgs Kopf sagt, dass es klappen könnte, aber sein Bauch ist dagegen. Ja, jetzt darf der Bauch auch mit. Erstmal Dampf ablassen. Hallo? Melanie, kommst du bitte rein? Kannst du ein Foto noch? Nee, ich halte hier nicht mehr an, komm bitte rein. Aber ich möchte gerne noch mal fahren. Nee, komm bitte rein. Nee. Ja, komm bitte zuerst mal auf die Beifahrerseite. Ich würde so gerne noch mal fahren. Ja, komm mal auf die Beifahrerseite, bitte. Ich kann hier nicht stehen bleiben. Komm bitte. Melanie, ich bin hierfür verantwortlich. Wir können nicht einfach hier an der Ampel stehen bleiben, aussteigen, Fotos machen und sowas. Komm, mach die Tür. Hallo? Ja, aber... Jetzt bleib bitte im Auto. Ich fahre jetzt. Nee, ich fahre aber, jetzt. Aber, Claudia, mein Fahrlehrer möchte jetzt fahren. Der Chef vom Übungsplatz möchte wissen, ob es ein Problem gibt. So, jetzt komm bitte rein. Aber gibt es ein Problem, oder? Ich mach, es hat keinen Zweck. Komm, komm bitte rein, Melanie. Melanie, zum letzten Mal, komm bitte rein. Kann man den Müll hier hinwerfen? Ich möchte hier vor der Ampel wegfahren. Den muss ich, ja, danke. Melanie, komm bitte rein, ich fahre hier vor der Ampel weg. Moment. Nee, nicht Moment, komm bitte. Ja, also irgendwie müssen wir weiterkommen hier, ne? Ja, so geht es doch nicht. Wir sind hier nicht im Kindergarten, verdammt nochmal. Normal, oder? Ich möchte aber fahren. Ja, du kommst jetzt bitte auf die Beifahrerseite. Hallo?
Machst du bitte die Tür zu, ich fahre allein zurück. Ich bin sofort wieder da. Ja, ich auch. Was ist denn los hier? Die ist nur am Handy am Spiel. Die ist nur am Handy am Spiel, steigt aus, macht Fotos. Aber das können Sie doch gar nicht zulassen als Fahrlehrer, oder? Nee. Also ist ja während dem Fahren fängt sie an zu schminken. Zu schminken während dem Fahren? Ja. Das ist ja komisch, oder? Ja, die ist und wie fährt sie? Kann sie fahren wenigstens jetzt? Nix kann sie. Ich ruf mal eben meine Kollegin an. Na, was ist das denn? Handy am Steuer? Aber gut, der arme Mann ist im Stress. Darum kommt die Kollegin am anderen Ende auch überhaupt nicht zu Wort. Sie ist nur am Telefonieren, während der Fahrt. Ne? Die geht nur ans Handy dran. Dann macht der deutsche Vorbeugung, steigt aus, macht ein Foto. Kannst du dir nicht vorstellen. Fährt voll auf die Wiese drauf. Ja, warum? Ja, ich bin unterzuckert, ich möchte eben einen Schokoriegel. Haben Sie einen Schokoriegel? Ich sage, nee, ich habe keinen Schokoriegel. Ja, bei der Produktionsfirma immer Schokoriegel. Ich bin aber nicht bei der Produktionsfirma. So was hast du noch nicht erlebt. Da geht nur das Telefon, piep, piep, piep. Das ist doch mein Job. Ich sag, du, entweder fahren wir jetzt oder spielen mit dem Handy hier rum und sowas. Ne? Die hört überhaupt nicht, was ich sage. Ich sag, fahr links, ne, möchte ich nicht. Ich fahr jetzt hier vorne. Fährt sie gegen die Eimerstraße rein und sowas. Ne? Ne, ich ruf dich jetzt an, ich breche das jetzt ab hier. Ne? Ja, wie, Georg? Und Spaß? Hat es gar keinen gemacht? Nein, es hat überhaupt... Ja, das kannst du gar nicht vorstellen. Das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Der Wert der Fahrt geht dir... Lässt sie alles los, geht da hinten, holt ihre Handtasche und fängt sie an zu schminken. Sag, was soll das denn jetzt? Ja, wenn hier ein Fan kommt, mein Lippenstift stimmt nicht. So was hast du nicht erlebt. So was hast du noch. Was hab ich im. Also, das traust du nicht. Da vorne steht's, ich lade jetzt mal wieder ein. Okay, schön. Bis gleich. Komm mal eben rein hier. Komm mal hier rein, die Zeit ist jetzt eh, ich muss vorne hin, die Zeit ja, ist rum. Ja, komm, ich wollte es zeigen, wir haben ja 155 Likes. Ja, komm mal rein, ja, das mag ja sein, komm mal rein. Ich habe mein Handy noch im Klo liegen lassen. Oh, das ist ein Handy. Haben Sie mehrere Handys? Ja klar, und mehrere Nachrichten. Was habe ich denn hier? Jetzt habe ich eine neue Nachricht hier. Guck mal, aber ich glaube, die ist für dich. Lieber Georg, es ist schon einige Jahre her, dass wir beide uns das letzte Mal persönlich getroffen haben. Natürlich war das in unserer Heimatstadt in Kölle. Und es wird doch wieder Zeit, dass wir uns mal persönlich treffen. Das ist der Guido, ich habe einen Vorschlag. Am besten machen wir das in meiner Sendung, richtig, am Samstag bei Verstehen Sie Spaß. Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß. Ich hoffe, jetzt mal drücken. Wir hören alle das.